Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es in unserem Linkshänder-Experten-Talk um die Linkshänder im Kindergarten und wie Eltern und Erzieher optimal fördern können. Hier ist der Linkshänder-Experten-Talk mit Frank Steinkorb und Martina Neumann-Ploschens. Wir treffen uns regelmäßig und plaudern über wichtige Themen für Linkshänder. Ja! Herzlich willkommen, Herr Steinkopf. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier wiedersehen zu unserem Linkshänder-Experten-Talk. Und wir haben uns ein paar tolle Fragen für euch überlegt. Wir werden nämlich folgende Fragen hier im Interview gleich mit euch klären und euch natürlich, wie immer, ihr wisst ja, ein paar Tipps geben, mit denen ihr sofort loslegen könnt. Also die erste Frage ist, wie werden heute Kinder im Kindergarten auf die schwache Hand umgeschult? Und die zweite Frage, welche Folgen hat es, wenn die Kinder nicht mit der starken Hand schreiben lernen? Und ehrlich gesagt, wisst ihr eigentlich, wie erkennt ihr eigentlich als Erzieher und Eltern, ob dieses Kind überhaupt Linkshänder ist? Auch darüber werden wir reden. Und jetzt nochmal etwas zum Hintergrund. Ab wann sollte eigentlich die Händigkeit feststehen? Ganz wichtige Frage, die wir euch auch beantworten wollen. Und als allerletztes halt die fünfte Frage, die wir dieses Mal haben. Was ist eigentlich wichtig, damit ein Kind auch wirklich die entspannte Mal- und Schreibhaltung erlernen kann? Und natürlich gibt es zum Abschluss, wie ihr wisst, drei coole Tipps für Erzieher und auch für Eltern, die ihr sofort umsetzen könnt. Okay, ja super. Herr Steinkopf, dann legen wir doch mal gleich los mit der ersten Frage. Wie werden heute Kinder im Kindergarten auf die schwache Hand umgeschult? Haben Sie darauf eine Antwort? Ja, also das passiert meistens unbewusst und unbemerkt von uns Erwachsenen. Und das macht die Sache so schwierig. Und deswegen halte ich auch dieses Video heute für sehr wichtig, weil immer noch Umschulung passiert und keiner bekommt es eigentlich mit. Das passiert immer noch einfach so unbewusst, ehrlich? Naja, eine große Rolle spielt dabei oftmals die Qualifikation der Pädagogen, also die Erzieher, Erzieherinnen. In Süddeutschland ja mehr die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Aber auch die Unkenntnis der Eltern spielt eine große Rolle. Und viele wissen eben nicht, dass die Kinder ja ganz viel durch Nachahmung erlernen und einfach die schauen irgendwo zu und die Dinge werden mit rechts gemacht und dann machen sie es einfach nach. Und ja, und das sind besonders die wachen Kinder. Ne? Im Norden sagt man ja die Plitschenkinder, die sehr aufmerksam und glücklich sind. Die sind ganz schnell dabei und kopieren Handlungen. Wenn die einmal gesagt bekommen, du das Handgeben, ich meine, das ist aktuell ohnehin nicht so gebräuchlich, aber Handgeben spielte in der Geschichte in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja immer eine große Rolle. Und wenn ein Kind einmal den Hinweis bekommt, es gibt die linke Hand und dann wird gesagt, du, das machen wir nicht, dann machen die das nie wieder, einige. Ne? Ja, also die Wichtigkeit der Händigkeit, die wird einfach massiv unterschätzt. Ne? Ich glaube, das ist es einfach so, dass halt viele gar nicht wissen, was das eigentlich wirklich für Folgen haben kann. Ja. Ja? Also warum soll man das eigentlich fördern? Ja? Mhm. Und vielleicht auch nochmal kurz den Hinweis, Händigkeit ist angeboren. Mhm. Ja? Und deswegen ist es halt gerade so wichtig, welche Folgen kann es denn eigentlich haben? Darf ich noch eins? Ich habe ja was mitgebracht heute. Das würde ich gern noch zeigen. Und zwar, wenn wir sagen, dass Kinder sich auch alleine umschulen. Ich habe hier mal so ein Büchlein mitgebracht. Ne? Das ist ja so aus dem Kinderkrippe, Kindergartenalter. Und das kennen viele. Hier ist ja so ein bisschen was zum Drehen dran. Und wenn ich das jetzt öffne und drehe jetzt mal mit links hier, so, da passiert gar nichts. So, und jetzt mache ich das natürlich mal mit rechts, so. Und jetzt geht's los, jetzt fängt hier die Spinne an, sich zu bewegen. Und das heißt, in diesem Buch ist schon vorgegeben, ich kann nur mit rechts, na, es geht ein bisschen schwer jetzt, so, mit rechts kann ich erfolgreich sein, ne? Und die Kinder spielen gerne mit solchen Büchern und da wird immer schön die rechte Seite trainiert. Das wissen viele gar nicht.
Genau, das merken die meisten ja gar nicht, ne? Genau, ja. Genau. Oder man macht sich, vielleicht merken sie es schon, aber ich glaube, es ist einfach genau, wie Sie vorhin gesagt haben, das Wissen ist zu wenig, das Wissen ist zu gering. In einer Erzieherausbildung gibt es keinen Teil über Linkshändigkeit oder überhaupt über Händigkeit und über die Folgen, die dann im Prinzip durch eine Umschulung passieren oder auch wie Händigkeit gefördert werden soll. Das ist leider immer noch nicht heute in den Erzieherausbildungen mit drin. Genauso ist es halt auch nicht in den Grundschullehrerausbildungen mit drin. Naja. Ich möchte das mal ein bisschen relativieren. Mhm. So von der großen Tendenz stimme ich dem zu. Mir begegnen aber immer wieder mal Pädagogen, ob Erzieher in den Kindergärten oder Lehrer aus den Grundschulen, die sagen, jawohl, es war mit drin. Aber ich halte das immer noch für zu oft als, dass nichts dabei, ne? Und da haben wir großes Entwicklungspotenzial, dass wir da erheblich besser werden. Das ist noch zu wenig, was da schon passiert. Genau, liegt vielleicht am Institut, aber bei den Instituten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren glücklich darüber, dass sie mich bekommen haben, dass ich dort einen Vortrag gehalten habe, weil sie hatten nichts in ihrer Ausbildung drin. Mhm. Also von daher ist es halt einfach eine Wüste, nenne ich es mal, eine Wüste, die noch bearbeitet werden darf, damit unseren Kindern, gerade im Kindergarten, wirklich geholfen werden kann. Und sie in ihrer Händigkeitsentwicklung auch wirklich unterstützt werden können. Mhm. Und genau das ist ein Punkt, wo man ansetzen muss, nämlich bei den Erziehern. Mhm. Und natürlich das Wissen verbreiten für die Eltern. Ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Mhm. Ich nenne es gerne ein weißer Fleck auf der Landkarte. Sozusagen, genau. Aber jetzt lassen wir uns weitergehen. Die nächste Frage ist, welche Folgen hat es denn überhaupt, dass das Kind nicht mit der starken Hand malen darf und schreiben lernen darf? Mhm. Naja, das Problem ist, dass sich die Folgen oft erst Jahre später zeigen, ne? Einige Kinder haben sofort Konzentrationsprobleme, schon im Kindergartenalter. Manche aber erst, wenn sie nachher in die Schule kommen und da vor allen Dingen, wenn es ums Schreiben geht. Aber im Kindergarten zeigt sich oft auch schon, dass sie das mit dem Ausmalen, ne, das vermeiden sie völlig. Da besonders Jungs wollen da dann überhaupt nicht ran und man wundert sich, sagt dann vielleicht, ja, ist ein Junge mit Ausmalen haben, die ist ja doch nicht so doll. Und da fällt mir auch gleich ein Beispiel ein. Ich war mal in Nordfriesland zu einem Vortrag bei den Landfrauen und einen Tag später ruft eine Mama an und sagt, Mensch, ich habe da so einen Verdacht, dass mein Sohn vielleicht, der malt unter anderem auch nicht. Und dann wurde er getestet, Linkshänder, hat dann die wichtigen Techniken erlernt. Und eines Tages bekam ich dann einen Anruf und die Mutter, er hat ja nicht gemalt, der Junge, die erzählte mir, wissen Sie, Herr Steinkopf, was passiert ist? Mein Sohn stellt sich den Wecker zu morgens um 6 jetzt schon an mehreren Tagen und malt und malt und malt. Also nichts mit Schreibunlust oder Malunlust. Nein, das war die Ursache, war die falsche Hand. Er wollte mit rechts und war kein Rechtshänder. Das war die Ursache seiner Malunlust in diesem Alter, im Kindergartenalter. Ja, das ist ein total super Beispiel, weil das Gleiche begegnet uns ja auch immer wieder, wenn die Kinder dann halt in die Schule kommen oder auch Buchstaben schreiben, dass sie einfach keine Lust haben oder auch einfach Schmerzen in der Hand haben, verkrampft sind. Einfach sich halt auch sehr unbeholfen beim Schreiben, beim Fassen des Stiftes und so. Also man merkt das, wenn man ein Auge darauf hat, kann man es schon sehen, dass die Kinder sich einfach mit der rechten Hand und dem Stift total unwohl fühlen. Also es ist irgendwie so ein, ich muss das machen. Oftmals sind es auch Kinder, die sehr doll aufdrücken, so ganz viel Kraft reinsetzen, ja, als wenn sie irgendwie so eine mega Kraft entwickeln müssen, um das überhaupt hinzukriegen, ja. Und dadurch sind sie natürlich auch ganz schnell erschöpft. Ja, und manchmal melden sie sich dann später in der Schule und wollen etwas sagen und ist weg, so Blackouts, ne? Oder ja, finden das die stimmt. Worte nicht. Und dann ist, und das kann dann auch schon vorher im Kindergartenalter sein, dann kommt ja die Weihnachtszeit und alle Kinder sollen vielleicht was auf der Bühne aufsagen und dieses Kind ist nicht auf die Bühne zu bekommen, weil im Unterbewusstsein weiß dieses Kind, so wie ich frei sprechen soll und dann vielleicht noch ein Gedicht, das fällt denen unheimlich schwer.
Und das kann eben genau an diesen Blackouts liegen, an Wortfindungsstörungen. Und deswegen vermeiden Sie die Öffentlichkeit, ziehen sich dann auch ein wenig zurück. Und ich sehe das manchmal Kindern relativ früh an, wenn so Mama mit dem Kind zu uns kommt, das Kind versteckt sich hinter Mama, ne? Am liebsten hinter der Schürze von Mama. Das ist auch so ein Zeichen, kann ein Zeichen sein für eine solche Zurückgezogenheit, die mit diesem Thema zusammenhängen kann, nicht muss, aber kann. Aber kann, ne? Mhm. Und ich glaube auch, es sind immer wieder ganz viele Zeichen, die dann darauf hindeuten. Und das ist dieses Problem mit dem Selbstbewusstsein oder sich nicht zeigen wollen, weil sie sich immer nicht richtig fühlen, ne? Die Kinder haben irgendwie das Gefühl, irgendwas ist nicht richtig, irgendwas funktioniert nicht so gut. Mhm. Ja, manchmal sieht man das auch an der Körperhaltung, dass diese Kinder einfach irgendwie ein bisschen schief sind, weil sie sich halt, genauso wie ich das vorhin beschrieben habe, so sehr, sehr anstrengen müssen, mit der rechten Seite etwas zu schaffen. Mhm. Also auch daran kann man das sehen schon, wenn man ein geschultes Auge dafür hat und auch ja die Motivation hat, darüber mal zu gucken. Also das sind jetzt so einige Auffälligkeiten, die können natürlich immer auch aus anderen Bereichen kommen, aber wenn man die mal dann zusammenfasst, das sollte man dann tun und noch ein bisschen weiter schauen, dann kommt man der Sache auf den Grund, ob es vielleicht mit Händigkeit zu tun hat, ne? Aber die sind sehr typisch für Kinder, ja, die nicht ihre starke Seite leben. Fällt immer wieder auf. Und das sieht man auch schon im Kindergarten, ne? Mhm. Ja, genau, das sieht man sehr. Wirklich. Genau, ich genau. Darf ich noch ein Beispiel bringen vielleicht? Eine Mutter hat das Kind mal so geschildert, oh, vor dem Schuleintritt, unser Kind im Kindergartenalter, so lebenslustig und hat gemalt und getanzt und und ein Jahr später treffen Mutter und Tochter die Erzieherin, die das Kind im Kindergarten betreut hat. Und dann sagte die Erzieherin nach ein paar Minuten, was ist bloß aus Steffi geworden? Sie hatte nämlich all die von uns beschriebenen Probleme, zeigten sich ganz massiv. Okay. Ja, ne? So, und wenn man darum vorher schon weiß, dass sowas passieren kann, dann ist das schon ja eine wichtige Hilfe, darüber dann mal ernsthaft nachzudenken, ne? Ja, und es geht ja auch darum, dass man halt das lebt, wie man geboren ist. Ja. Ja, und dass das nicht umerzogen wird, darum geht es ja im Prinzip halt, dass man die Gaben oder die Fähigkeiten, die man mit der Geburt mitbekommen hat, dass die auch entsprechend rausgeholt und gefördert werden. Hm. Was ja auch immer das Thema ist im Kindergarten, fördern und schauen halt und Begabungen und Neigungen beobachten und so weiter. Hm. Und trotzdem rutscht es hinten weg. Und das ist so schade. Ja, das ist so schade. Es wird so viel tolle Sachen in den Kindergärten gemacht mit den Kindern. Nur manchmal rutscht einfach dieser Punkt weg. Und hoffen wir doch, dass wir das hier hinkriegen oder durch unser Interview, dass das besser wird. Ja, Mensch, aber dann lassen wir uns doch zum nächsten Punkt übergehen, Herr Steinkopf. Wie erkenne ich eigentlich als Erzieher und wie erkennen auch Eltern im Kindergartenalter die angeborene Händigkeit? Hm. Haben Sie da mal so 2, 3 Tipps oder so ein paar Kernsachen, woran Sie es erkennen können? Naja, ganz wichtig sind da wieder die Tätigkeiten. Was macht das Kind mit der Hand, mit dem Fuß oder mit den Händen, mit den Füßen oder insgesamt Ganzkörperbewegung? Aber wir können ja mal gleich ein paar Beispiele nennen. Also ganz wichtig ist Beobachten. Dass die Kinder im Kindergarten beobachtet werden, vor allen Dingen beim Spielen, wenn sie sich frei bewegen, natürlich auch zu Hause. Und dass man sich sowas vielleicht durchaus mal so ein bisschen aufschreibt, diese Beobachtungen, die man macht, das sollte auch im Kindergarten mit dokumentiert werden dann. Und zum Beispiel, ne, wenn sie dann winken, die Kleinen. Ja, genau, der Klassiker, oder? Das ist ja... Ne, aber wenn sie dann mit links winken, dann ist das eine Aussage. Oder wenn sie dann ihr Kuscheltier durch den Kindergarten tragen und damit laufen und springen vielleicht. Unter welchen Arm haben sie es geklemmt? Also mit der linken. Oder ein Kind hat sich gestoßen und jetzt kommt das nächste Kind an und sagt, oh, und ne, tröstet es und streichelt ein bisschen. Vielleicht hat es sich die Hand gestoßen und das Kind kommt an und tröstet ein bisschen, streichelt mit seiner linken rüber.
Dann sehr gerne wird ja auch mit Fingerfarben gemalt, wo beide Hände frei sind. Und wenn das Kind die feinen Bewegungen mehr mit der linken Hand macht, dann ist das ein schöner Zeiger. Kann man das dabei ganz gut sehen, ne? Ja, es geht hauptsächlich um die unbewussten Tätigkeiten. Also ganz die genau. Tätigkeiten, die nicht vorgemacht werden. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, so, wenn man jetzt so das Kind beobachtet. Schaut einfach mal zu, ihr lieben Erzieher und ihr lieben Eltern. Guckt einfach, wie euer Kind ganz unbewusst, unbeobachtet spielt. Da werdet ihr sehen, wie, mit welcher Hand schiebt es das Auto, mit welcher Hand baut es, schiebt es die Bauklötze drauf. Ja, oft sind es beide Hände, aber die eine, die macht die feinen Sachen, wie die Bauklötze nachher da oben draufgelegt werden. Das macht oftmals die dominante Hand. Ja, oder mit welcher Hand nimmt es die Schippe im Buddelkasten, ja? Das sind auch nochmal auch ein Zeiger, der auch gut ist. Und das können Sie auch super beobachten. Mit welcher Hand gräbt er die Löcher oder wirft die Murmeln? Und ja, also guckt einfach, seid ganz aufmerksam, beobachtet einfach euer Kind. Dann habe ich noch zwei Beispiele, wo man keine Geräte braucht, sondern das sind dann die Hände ja. Wenn zum Beispiel genuckelt wird, ne, da gibt es ja auch noch im Kindergarten genügend Kinder, die mit dem Daumen im Mund umherlaufen noch den halben Tag oder nur beim Schlafen, dass sie dann noch den Daumen drin haben oder hier so die ganze Hand im Mund haben. Das ist sehr, oder wenn sie mal was in der Nase zu tun haben. Ne, die immer dabei, das ist auch die linke Hand, ne? Wenn das die linke ist. Oder sie sind auch schon ein bisschen müde und dann geht das los mit dem Augenreiben. Stimmt, auch, gut, ja. Ne? Hier nehmen wir ja keinen Einfluss. Du, das musst du aber mit rechts machen, ne? Sondern das wird ja generell nicht super. Nicht empfohlen sozusagen. Ich empfehle dir, das mit rechts zu machen, ja. Genau. Ja, super. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar gute Zeiger für euch rausgesucht halt. Ja. Und lasst uns zur nächsten Frage gehen. Sagt mal, Herr Steinkopf, ab wann sollte denn eigentlich die Händigkeit feststehen? Und zwar klar feststehen. Naja, erstmal, wir dürfen ja heute davon ausgehen, dass das mit Geburt festgelegt ist. Mhm. Also mit Geburt ist es längst entschieden. Und das ist ja dann eine völlig andere Herangehensweise, als wenn ich dann mit 6 Jahren sage, ja, er muss sich noch entscheiden. Nein, es muss dann, wenn es bis dahin nicht klar ist, noch herausgefunden werden. Aber entschieden ist es mit Geburt. Da sind sich die Fachleute einig. Und und dann heißt es natürlich beobachten. So, und also ich hatte letztens gerade ein Telefonat mit einer Mutter aus dem Schwabenland und die sagte dann so als Erkenntnis aus dem Telefonat, also im Gehirn ist festgelegt, ob du Linkshänder oder Rechtshänder bist. Ne, das hat sich mir so eingeprägt, die Sprache finde ich immer gut. Und es steht sehr frühzeitig fest. So. Genau, und zwar ab dem 8. bis 9. Monat, da kann man die Händigkeit wirklich gut erkennen. Weil dann ist das Kind auch in der Entwicklung so weit, dass es selbstständig nach Gegenständen greifen kann. Das heißt, schon da, im Babyalter, könnt ihr es erkennen, um es halt auch dann gleich zu fördern. Ja? Genau, also, und warum sollte halt auf alle Fälle die Händigkeit ein Jahr vor dem Schuleintritt klar feststehen? Und zwar klar feststehen für alle Bezugspersonen. Es sollte also für alle Familienmitglieder, die einen engen Bezug zum Kind haben, kann Tante, Onkel sein oder auch gute Freunde der Familie, klar sein, dass dann gefördert wird und nicht, dass dann noch dauernd gefragt wird, sag mal, was bist du denn nun? Habt ihr das schon rausgefunden? Mhm. Das ist dann eher kontraproduktiv. Und dann sollte es eben wirklich auch gefördert werden. Das Kind braucht auch Zeit dafür, ne, um die Techniken zu trainieren. Und dann wird die Entwicklung problemlos verlaufen normalerweise. Das stimmt, genau. Diese Zeit, um die feinmotorischen Fähigkeiten zu trainieren, die ist wirklich extrem wichtig, damit das Kind halt auch beim Anfang gleich zum Schreiben lernen auch wirklich schon richtig gut, das Gefühl für die Hand entwickelt hat. Okay, dann haben wir noch eine Frage, und zwar,
Was ist eigentlich wichtig, damit ein Kindergartenkind auch überhaupt diese entspannte Mal-, Stift- und Schreibhaltung erlernen kann, Herr Steinkopf? Haben Sie da nochmal einen Tipp für uns? Naja, zuerst mal sind wir Erwachsenen wichtig, ne? Dass wir Erwachsenen die Technik demonstrieren können, dass wir wissen, was sind die wichtigen Kriterien fürs gesunde Schreiben. So, und wenn wir es beherrschen, dann können wir es dem Kind natürlich zeigen. Da sind natürlich die Pädagogen gefordert in den Kindergärten und in den Schulen. Da habe ich in letzter Zeit mehrfach ein Problem geschildert bekommen, dass man im Kindergarten gesagt hat, nee, wir bereiten da nicht auf die Schule vor, also Stifthaltung schon mal malen mit der gesunden Schreibhaltung. Da kann ich aus der Sicht des Lerntherapeuten, Linkshänderberaters auch sagen, bitte bereiten Sie darauf vor in den Kindergärten. Weil, wenn die Kinder dann in der ersten Klasse sitzen und sollen dann erst die Stifthaltung erlernen, ne, das ist nicht gut. Man muss auch immer sagen, das Schreiben, das Malen, das Schneiden, es sind Techniken wie Schwimmen, wie Fahrradfahren, die müssen rechtzeitig gelernt werden, damit die Kinder nicht irgendwie, ne, wir lassen sie auch nicht ins Wasser springen und sagen, ach, das schaffst du schon. Ja, das stimmt. Ne, und Schneiden ist eben auch, ich kann die Schere in verschiedenen Art und Weisen anfassen und es gibt nur einige wenige richtig gute Techniken. Ich favorisiere eine gute Technik, aber es gibt verschiedene. Und die Kinder sollten solche guten Techniken erlernen, damit sie sie nachher praktizieren können. Und das muss rechtzeitig angebahnt werden. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, wie viel basteln Kinder in der Kindergartenphase? Stundenlang sitzen sie da. Da sollten sie die richtigen Techniken beherrschen. Und das sollten wir Erwachsenen richtig gut vermitteln. Und selber müssen wir es dazu natürlich auch dann erlernen. Also ist das, würden Sie auch sagen, ist es wichtig, dass Eltern einfach darüber auch selbst informiert sind und dass sie halt nicht dem Kind es selbst überlassen, irgendwie zu schreiben, sondern wir wissen ja beide, dass es mit links auch so ein paar besondere Anforderungen gibt, wie man die entspannte Schrifthaltung, Stifthaltung lernt, um halt auch wirklich entspannt zu schreiben und nicht etwa in diese komische Hakenhand reingeht. Und das passiert eigentlich auch nur bei Kindern, die wirklich allein gelassen werden, denen es nicht gezeigt wird, wo kein Erwachsener da ist, der sagt, guck mal, du kannst auch anders schreiben, du kannst auch von unten schreiben, sodass du nichts verwischst. Und dann funktioniert das halt auch super. Man muss es nur, ich sag mal, halt im Kindergarten, im letzten Jahr oder Vorschule gibt es ja jetzt auch bei manchen Bundesländern oder halt auch wirklich gleich in der ersten Klasse, den Kindern auch wirklich zeigen, wie sie die Hand halten sollen. Ja. Und da habe ich halt das Gefühl, dass halt da, ja, ich glaube, einfach viele Pädagogen und auch viele Eltern, wie gesagt, recht hilflos sind. Also man hatte ja früher auch immer Vorschulkurse, ne? Das wird teilweise auch noch gelebt, aber ich höre eben auch manchmal, das wird nicht mehr gelebt. Und da möchte ich das so sagen, altes Bewährtes bewahren, Neues ausprobieren, wenn sich das Neue bewährt hinzunehmen. Aber an Vorbereitung auf die Schule würde ich unbedingt festhalten. Also gerade was diese Techniken betrifft. Ganz wichtig. Ja, das Blöde ist, dass wir das im Prinzip ja nicht beeinflussen können, sondern das ist im Prinzip ja, jedes Bundesland macht es ja anders. Jede Kita hat wieder andere, alle haben irgendwie ein anderes, wie soll ich sagen, eine andere Herangehensweise, wie die Kinder für die Schule, von der Kita, pro Konzept und so weiter vorbereitet werden. Ja. Also mein Wunsch wäre so einfach, dass auch die Eltern sich zu dem Thema Händigkeit und wie schreibe ich, sich wirklich fit machen, sich informieren, einfach weil sie der Schlüsselpunkt sind. Ja, also einerseits natürlich die Erzieher, das wäre auch super, aber die sind auch natürlich immer ein bisschen vom Bildungsplan und Erziehungsplan und was auch immer abhängig. Aber die Eltern, die sind frei. Die können mit ihrem Kind diese Dinge halt im Vorfeld schon üben. Ja. Also ich glaube eher noch, dass halt bei den Eltern, wenn wir da es schaffen würden, halt mehr Informationen an die Eltern zu bringen, wir einfach nochmal richtig viel für die linkshändigen Kindergartenkinder wirklich auch erreichen können. Also ich erlebe es immer wieder, wenn die Eltern an den Kindergarten herantreten und da die Bitte haben, das und das, also auch dieses Thema mal
zu sich damit zu beschäftigen, dann wird es normalerweise auch gemacht. Also die Eltern sollen da offensiv sein, ihre Wünsche äußern. Genau. Und normalerweise wird dann dort aktiv gehandelt. Und dann hat man das Thema, wenn es noch nicht so gut ist, schön installiert und das entwickelt sich dann weiter. Richtig, genau. Ja. Also das ist es auf alle Fälle. Mein Herr Steinkopf, das war wieder richtig toll, mit Ihnen zu plaudern. Super. Ja. Ich glaube, wir haben wieder richtig coole Infos zusammengestellt für die Eltern und für die Erzieher natürlich. Und lassen Sie uns noch mal 3 Tipps zusammenfassen, so als Abschluss. Was ist es, was wir den Eltern und Erziehern noch mal so auf den Weg geben wollen? Ja, also mir erscheint es sehr wichtig, dass wenn Kinder in den Kindergarten gehen, von Anfang an zum Thema Linkshänder, zur Entwicklung der Händigkeit dokumentiert wird. Also dass ja. Erzieher, die haben ja eine pädagogische Mappe, glaube ich, heißt das, dass dort auch das Thema Linkshändigkeit mitverfolgt wird. Vor allen Dingen, wenn die Eltern kommen, oh, mein Kind wechselt noch sehr. Also dass das schön festgehalten und weiter beobachtet wird, damit es auch im Blickpunkt bleibt. Das halte ich für sehr wichtig. Dann genauso wichtig ist, dass alle Beteiligten da schön zusammenarbeiten. Oh ja, und an einem Strang ziehen, so nach und nach. Und dann möchte ich noch auf ein wichtiges hinweisen. Die Kinder können nicht selbst entscheiden, was sie sind. Mhm. Weil das wird immer wieder, ja, das muss er noch herausfinden. Entscheide dich doch nun selbst. Nein, es ist ja festgelegt. Und die Kinder können sich auch äußern dazu, was sie beobachten. Ja. Aber sie können sich nicht entscheiden. Sie entscheiden sich dann meistens für die rechte Welt. Und später stellt sich raus, das war es gar nicht. Ja, die Kinder können sich nicht selbst entscheiden, ne? Genau. Ja, ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Dokumentation, alle an einem Strang und Kinder können sich nicht selbst entscheiden, sondern es ist angeboren. Mhm. Wir müssen das entdecken. Das sind eigentlich die 3 entscheidenden Punkte, worauf ihr, liebe Eltern und Erzieher, einfach achten könnt. Ja, super. Dann ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Steinkopf. Und wir sehen uns bald wieder für das nächste Thema, oder? Ja, ich bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.